Wir kommen in der nächsten Folge zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir werden jetzt ein Rematch mit Frost Gaira machen. Und auch in der letzten Folge haben wir den Konstrukt von Minero und haben ja auch noch den Geist. Also den Weisen des Geistes haben wir. Und wenn es gefällt, dann könnt ihr auch ein Like lassen, mich abonnieren, damit ihr nichts verpassen könnt. Ich weiß, das Ding ist ein bisschen schräg. Ich habe so viel Frust wegen dem Kack-Fernseher. Ich könnte es ausrotten. Siehst ihr? Ich habe einfach keine Ahnung. Verstehe nicht, was für ein Scheißproblem der hat, nur den Bildschirm laufen zu lassen. Mehr nicht. Ich könnte das Fernsehen sowas von kaputt hauen, ey. Auf jeden Fall, wenn es gefällt, dann könnt ihr ein Like lassen und mich abonnieren. Da könnt ihr mich auch trösten. Das ist was Besonderes, oder? Oh, doch eine Arena. Okay. Ich dachte, ich habe schon alle gemacht, aber jetzt fehlt noch was. So, die nächste befindet sich irgendwo in dieser Ecke. Oh, es gibt noch so ein Horn von Farodra, ne? Ich flieg mal hoch und hol das Ding. Auch seine Steine. So, wenn man genau auf die Spitze trifft, also hier in dieser Ecke, da bekommt man etwas. Was ich nicht mag, ist, wo er hingeschossen ist. Ach, da unten! Eine Mine im Moraltal. Ja, Farodra Horn. Hey, wo ist eine Mine? Ach, links. Okay, haben wir irgendwas Besonderes? Okay, dann schieße ich mich wieder zu Frost Gaira. Außerdem hier im Oktober, 21. Oktober,
die Reise nach Venedig und Mailand. Okay, da bist du, ja. So, einfach abschießen. Und das hier auch. Ist auch ein bisschen dunkel. Och, Internet! Ja, ich meinte Fernseher. Wieso kann es nicht normal sein? Was? Nee. Kann nicht sein. Ja. So, jetzt wieder Leistung stärker. Winde, ey. Ja, genau, raste noch mehr aus. Da ist ja. Da ist auch noch was von unten. Ich sehe es nicht. Jetzt doch sein Hinterteil. Mach dir her. Okay. Nein, 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 ach du kleiner Bastard. Das war's jetzt. Viel besserer Kampf. Ja, genau. Und hier ist die Waffe. Kannst du fotografieren? Nö. Kaira Kiva. Oha, fast 60. 36. Schon krass. Und so sieht hier sein Kiefer aus. Ja, wo ist die scheiß Truhe? Ja, wo ist die scheiß Truhe? Die war doch da. Ach, da. Und als nächstes kommt die Ägypto-König. Ich glaube, das ist das die letzte. Es gibt auch drei weitere. Die kenne ich schon. Die meisten sind in Hebra. Also die hier und die hier. Okay, wir werden auch in Hepa zurückkehren, wegen Koga. Ich glaube, das machen wir jetzt, oder? Ja. Wenn ich irgendwie nichts vergessen habe. Achso, doch, stimmt. Die Wurzel dort. Also, ich glaube, da mache ich lieber ein Ende.
So, Kogas letzter Kampf. Habe ich komplett gehypt. Jetzt will ich sehen, was er im Finale so kann. Ich habe auf dich gewartet. Es ist vollbracht. Wir haben genug so neue Gießkristalle. Also nun, unsere ultimative Waffe. Das Geschenk für den Dämonenkönig. Frisch. Verkauf das jetzt auf eBay. Das ist nicht möglich! Ich krieg immer Fernsehprobleme. Warum? Jetzt mach endlich! Und wenn du noch einmal machst, dann bist du Schrott. Spaß ist einfach nur Spaß. Frisch. Reklaviert. Und das Fernsehen auch. Das denkwürdige Tag. Es ist der Tag der Reservierung des ultimativen Waffe, das die Geschichte geht und als Tag, an dem die Ende der Welt geht. Sieh nur, ist die Waffe nicht wunderschön? Oh, die von Minero. Diese unbesiegbare Sonau-Konstrukt. Freu dich, Link, du darfst also Testobjekt darauf gehen, welch unverdiente Ehre. Dann mache ich mich auf den Weg zum nächsten Tiefe und zu dem Schloss Heil, wo Dämonenkönig sein soll. Ah, das weiß ich doch. Dorthin, wo das Ende beginnt, zum Schloss Hyrule's Untergrund. Nochmal synchron. Also hol mich doch, wenn du kannst. Jetzt ist ein Ende gekommen. Kann ich ihn schießen? Tatsächlich. Wieso machst du keinen Drehling? Halt mich doch an. Ich hab geschildert. Das kann er. Ist ja voll einfach. Oh, der ist ja so schwach. Okay, jetzt auf Minero. What the hell? Hä, wie sollen wir da ausweichen? Ja, lauf schneller! Mach doch! Achso, ich muss ihn wegdrängen. So, das war's jetzt. Schon ein bisschen knapp. Oh nein, meine Waffe!
Ich hätte nicht gedacht, dass so das Ende so ausgehen würde. Das war gemein. Was soll ich mit denen jetzt anbieten? Es ist aus der Haut fahren. Jetzt hast du geschafft, ich mache es ernst. Meine brandneue hier und erfundene Geheimtechnik mache ich dich garant. Aha, zitterst du schon? Das ist eine super einzigartige und mega explosive Koga-Kanone. War schön auf dich. Schnapp ihn dir, fieser Koga-Kranke. Was für ein dummer Spaß. Was zum Hölle? Weitling, damit kommst du nicht durch. Natürlich. Und zwar nach oben. Achso, und das ist dann das Loch. Dann öffnet das Ding oder was? Ist die Mauer? Oh Meister, ich will sogleich auf deiner Seite sein. Bitte dulde dich am Augenblick. Du hast den Eindringling in der Flucht geschlagen. Dafür danke ich dir sehr. Ich habe diesen Kampf in der Nähe angesehen. Deshalb ist mir klar. So wie es sich angeht, ist sich die westlich verlassene Bergstolle gewiss nicht mehr blicken lassen. Suchst du nach den Stollen wie diese Suchung, hätte ich den Rat für dich. Such stets dort, wo in den Oberfläche markante Orte wie Dörfer und Siedlungen befinden. Aha. So kriegt Koyestorf Klinge, so scheinen Elite-Verbindungen zwischen Oberfläche und Untergrund zu bestehen. Wenn dich so etwas interessiert, Meister, sollst du meinen Rat befolgen. Also dann mach's gut. Soll ich das jetzt melden? Über Joshua? Diamant. Okay, Rakete. Mache ich auf jeden Fall. Ich gehe auch wieder zum Schrein und heile mich. Dort. Außerdem habe ich am 5. September habe ich den Online-Banking von Sparkasse mich eingeloggt, ne? Und jetzt habe ich mein Konto in mein Handy, ne? Am 6. und einen Tag später, also am 6. habe ich etwas überwiesen und da geht es über das sogenannte viel Geld verdienen. Damit ist die Übernahme für die winterliche Eisenreise 2 und den ganz anderen Stuff bald beginnen. Ne? Also damit wird es auch bald beginnen, wenn Ritter, schön dich zu sehen. Du bist ja fröhlich. Hast du schon etwas entdeckt? Was? Du hast Koga besiegt? Also ja, wenn jemand das schafft, dann du. Und hast du auch den Hinweis drauf gefunden, was mit Prinzessin Zelda geschehen ist? Ach so, dann hast du nicht über Prinzessin Zelda erfahren. Anders droht der Prinzessin von dort nur keine Gefahr mehr. Auf dich kann man sich verlassen. Ich werde mich weiterhin große Mühe in der Forschung des Untergrunds geben. Wenn du noch etwas herausfindest, sag es mir bitte. Das war's? Ich dachte, er sagt was über Schloss Hyrule oder sowas. Nee, da bist du wieder. Hast du irgendwas entdeckt? Ich habe bereits die 5 Weißfasern auf. Das Masterschwert befindet sich wieder in der Hand. Es bleibt nur noch den Dämonenkönig zu finden. Das Opfer des Prinzessin darf nicht umsonst gewesen sein. Wirst du schnellstmöglich finden. Wie? Der Dämonenkönig befindet sich in tiefsten Tiefen des Untergrunds unter Schloss Hyrule.
Da muss ich erstmal sack lassen. Wie so oft bist du nur ein oder zwei Schritte voraus. Und ist das geheim Gelassenheit, wenn du den Untergrund voller unbekannten Kreaturen vom ersten Mal kaum vorstellen, für welche Schwierigkeiten und Gefahren du dich aufgesetzt hast. Und dennoch hast du die Erkundung erfolgreich zu Ende gebracht. Ich danke dir von Herzen. Joshua hat sich bestimmt auch sehr fähig erwissen lassen, oder? Es hat rund um die Uhr die Informationen gesammelt, weil ich dir auf jeden möglichen Art helfen wollte. Zusätzlich persönlich bei ihr bedanken. Damit ist unsere Vorbereitung abgeschlossen. Auf geht's in den tiefsten und unter Schloss Hyrule. Ich werde dich weiß natürlich sofort wissen lassen, wenn du zum Dämonenkönig aufbringst. Die Prinzessin hat all die Hoffnung auf den Konfrontation gesetzt. Zeig dem Dämonenkönig, wozu du in der Lage bist. Ja, kann ich machen. Gleich wird's donnern, okay? Ja, Joshua bedanken. Direktor Impura hat meine Aufgabe gelobt. Sie hat gesagt, dass der Dämonenkönig wegen uns Untergrundsforschung gefunden hat. Wirklich? Moment mal, der Dämonenkönig? Meinst du, ist das wirklich der Dämonenkönig als Dämon? Wahnsinn, der Dämonenkönig. Also, wenn irgendjemand weiß, was die Prinzessin geschehen ist, dann er. Ich wollte so gerne bei der Suche helfen, aber ich bin mir noch so jung und dürfte nicht mehr den Untergrund. Also habe ich die ganze Zeit von hier aus den Untergrund geforscht und am Ende hier tatsächlich aufgezahlt. Ach, fühle ich mich ganz gut. Danke, dass du mich das erzählt hast, Herr Ritter. Ja, bitte. Okay, jetzt mache ich jetzt mal den Untergrund. Ich möchte auch was über die Karte erforschen. Und den Dämonenkönig machen wir beim vorletzten Part. Ungefähr. Und das Ende für TOTK sollte Ende September sein. So, jetzt sind hier auch ein paar Löcher. Also wenn man Koga besiegt, dann weiß man, wo der sich befindet. Das habe ich auch nicht gewusst. Jetzt wieder ein Jäger. Sauna? Ja. Jetzt habe ich mich beinahe zum Tod erschrocken. Was willst du denn hier? Ja. Bist du eine Jägerbande? Ja. Du wärst noch von einer Jäger, das kann ich nicht mehr lachen. Von Meister. Ja, genau, der ist schon. Weg mit dir. Ich wusste schon, dass mit ihnen was nicht stimmt. Ich glaube, in einem offenen Schrein gibt es zum Beispiel einen Gerudo, oder habe ich den schon? Ne, den habe ich schon. Boah, wie viel. Ah, ja, genau. Oder den hier kann ich auch machen. Aber es gibt hier auch noch. Auch noch Schreine, die sich in einer Höhle befinden. Die sind schwierig zu finden. Also das war schon eine lange Zeit, ne? Das Let's Play hatte fast 1,5 Jahren
gedauert. Schon krass, wie sich die Zeit jetzt vorbeigeht. Es ist auch quasi mein Lieblingsspiel in der Switch. Oder auf anderen Spielen. Ah, ein Gerudo-Messer. Den ich nicht gleich nicht annehmen kann. Du sollst das Ding nicht... Och, Tuli, du bist so ein behinderter Bastard. Alter, der hat einfach das Scheißteil einfach hoch und weggeschossen, ey. Tuli, du bist nicht mein Team. Ja, genau. Ich komme jetzt auch nicht mehr hoch. Ach, Tobin, du bist so ein Spast. Komme ich noch immer nur noch hoch? Bitte sag ja. Wieso ist die Scheißwand so hoch? Mann, Mann, Link! Ja, dann esse ich das mal. Das ist ja dämlich, ey. Boah, weißt du was? Tuli, du bist auch so ein Arsch, ey. Weißt du das? Kacke, Fußball kommt gleich, ne? Och, Tuli, du bist so ein Wichser. Wieso scheißt du den Kack weg? Er hat einfach das Kackding einfach weggeschossen. Ich will den einfach nicht. Warum kommen die einfach viel zu nah auf mich? Ich will steuern. Was macht der? Der setzt das ein. Also für die Luft ist halt gut, aber nicht für die Oberfläche. Oder wenn wir, ja, wenn wir irgendwo stehen. Also bevor das Stream nochmal endet, ich sag's nochmal. Nächster Vlog am 21. Oktober nach Venedig und Mailand. Das ist quasi der wichtigste Teil. Ja, und da sieht man hier nochmal der große Bereich. Okay, ich hoffe, das mal war's das. Vielen Dank, dass ihr es angeschaut habt. Und in der nächsten Folge werden wir hier im Norden bestimmt hier in dieses Rätsel hingehen, bei den Debraun-Ruine. Dafür bekommen wir auch noch einen besonderen Schwert. Bis dann.